Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mindcolony dem C-Modpack Let's Play. Jetzt diesmal mit einem Yo Survival ja, Let's Play, also ja, Weiterführung, weil es einfach ja im Kreativmodus und so auch ein bisschen schwer ist. Es ist ein bisschen zu stressig, immer die Gebäude abzumessen und so. Also das müssen wir ein bisschen gemütlicher machen und deshalb machen wir einfach ein Let's Play und sind ein bisschen motivierter. Also ich bin motiviert, es ist nämlich sehr schwer, so viele Folgen, Kreativmodus, irgendwas zu machen. Und jo, wir müssen einfach natürlich die Rohstoffe sammeln, wir müssen mindestens eine Stadt natürlich machen und das wäre Baumhausien sozusagen. Dort hinten ist sogar eine Burg. Die könnten wir eigentlich hier drauf bauen auf dem Spawn. Genau, und es gibt Creeper, Mystic Creeper und so. Das ist einfach, ja, mit mehr Motivation. Okay, es ist doch nicht so toll. Nicht so eine große Ebene. Aber in einem, ja, Let's Play macht mir das auch eben viel mehr Spaß. In einem richtigen, ja, Survival Let's Play. Gut, dann beginnen wir einfach jetzt mal. Und wir können ja immer noch zurückgehen, Kreativmodus in der einen Welt machen. Und ich kann euch immer noch ein bisschen vorbauen, die Wüstenstadt und so weiter. Jo, in der anderen Welt, genau. Haben wir hier irgendwie etwas Spezielles? Okay, sind aber andere Berufe, also der Gerb ist jetzt gerade hier. Okay, ich brauche mindestens ein Bett, dankeschön, Gerb. So, dann haben wir hier, ja, schon mal einen Eimer, ein bisschen Brot, sehr schön. Jo. So, das ist mir jetzt ein bisschen spontan gekommen mit Survival. Also ich habe schon mal im Kopf gehabt, ja, ich möchte doch unbedingt mal doch ein bisschen mehr Gameplay und so. Also ja, weniger bauen, weniger zuschauen. Und ja, eventuell kommen wir auch nicht gut dazu, eine Stadt zu bauen im Survival-Modus. Aber ich möchte unbedingt, dass halt auch irgendwelche Angriffe kommen oder sonst irgendwas. Außer eben, es tötet immer alle. Also wir müssen noch ein bisschen abwarten hier. Aber wir machen immer wieder zwischendurch das Bauen. Also es wird wahrscheinlich nicht immer jo, jeden Part Änderungen geben, oder? Also nicht einmal Survival, einmal Ding. Und es wird auch nicht lange gehen, über 3 oder 4 Folgen. Sondern wenn ich gerade Lust habe oder wenn ihr es wollt, dann mache ich es auch. Gut, also. Das Erste, worauf wir eigentlich Sorge tragen müssen, ist einfach, dass wir natürlich relativ schnell nach oben kommen. Deshalb will ich mal den Baum hier einfach im Dorf. Jo, es ist halt schon richtig nervig, wenn man immer wieder zuschauen muss, nichts anderes machen kann. So ein Mod ist halt schon ein bisschen kraftraubend. Und ich habe jetzt eben im Wüstendorf sehr viel Zeit verbracht. Es ist einfach, jo, mich nimmt's Wunder, was ich Schönes bauen kann mit den Steinen und so. Das kann ich im Kreativmodus wenig ausprobieren. Und sowieso, ich bin halt einfach ein Survivaler, also ich spiele Survival jetzt nicht so gerne, aber das Bauen, das Sammeln von Rohstoffen und ja, das manchmal auch mich verteidigen müssen, das macht natürlich sehr viel Spaß. Und das fehlt mir im Kreativmodus. Immer wieder, sehr schnell. So, wo gehen wir denn hin? Wir könnten irgendwo vielleicht die Insel, wir nehmen einfach die Insel hier. Wir nehmen die Insel und machen eine schöne Burg, die schön bunt ist, also in die Richtung. Ja, wäre der erste Schritt. Ich mach doch mal ein Boot, das ist jetzt gerade mit dem Wasser doch ein bisschen nervig. So. Immer schön die Sachen wieder ins Inventar legen, nicht in der Taskliste, das ist nervig. So. Ja. Ich hätte gerne ein paar Wildtiere hier in der Nähe. Was habe ich vorher gesehen? Ich habe vorher irgendwelche Tiere gesehen. Und das sind Nashörner, glaube ich, oder so. Wieso hat es hier Schlamm? Okay.
Was haben wir das Neues? Hier hat es Kühe, hier hat es Hühner. Und hier hat es Hafer. Sehr schön. Ist das die Insel hier? Ja. Okay, das wird unsere Insel, wo wir schon mal eine Farm bauen. Vielleicht auch eine Mauer oder so machen. Das ist eine Art Burg oder so. Und das Dorf könnten wir vielleicht eventuell. Gibt es Schlangen? Machen die etwas? So, ich möchte gerne schon mal, ja, eine Spitzhacke machen. Für den Anfang. Und dann gehen wir hier runter. Okay, ist nur Wasser. Kopfsalat. Haben wir genug mitgenommen? Haben wir genug Holz? Einfach mal eine Kiste. Also machen wir doch die Kisten so zum Beispiel hin. Und mal einfach den Salat rein. Jamswurzel, okay. Gut, und hier graben wir uns nach unten. Hoffentlich nicht in den See rein. So, mit dem schönen Texture-Pick. Was hier auch in diesem Modpack drinnen liegt. Jo. Hey, jo. Also es war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Diese Creeper-Sachen und so. Ja, ich muss ja irgendwie noch Comments eingeben, stimmt. Slash Ohre. So, aha. Irgendwelche. Ich finde Rusty. Na, find any Rusty Creepers. Find Rusty. Was? Ist doch oben einer. Okay. Comments. Mod Comments. Aha. Krass. Dann haben wir noch Gravels. Ganz oben. Da gibt es auch noch ein paar Quests. Haben wir Mod Comments eingegeben? Comments, Mod Comments. Okay. Gut, dann können wir weitermachen. Sollte eigentlich alles sein. Okay, der eine Creeper ist jetzt weg, der andere Creeper, der versteckt sich noch irgendwo in der Nähe, aber nicht nah genug. Ich weiß nicht, wie man die sonst located, wenn sie nicht in der Nähe sind. Okay, es kommen noch keine Erze. Schade. Ja, vielleicht bald. Da haben wir irgendwo ein Monster unterirdisch auf der Map. Vielleicht ist ja das ein Creeper. Ein neuer Creeper. Oder man braucht nicht unbedingt, weil die sowieso sichtbar sind. Also, sie sind irgendwie schon versteckt, aber sichtbar. Nicht unsichtbar oder so. Ich hoffe einfach, dass man das Comment nicht immer einsetzen muss. So. Ja, und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich irgendwie sag schon, das Mod, das Let's Play halt ein bisschen umbenennen soll. Ja, ihr werdet wahrscheinlich schon verstehen, dass ich im Kreativmodus bin oder ja, in der anderen Welt und in dieser Welt im Survival-Modus, oder? Das ist ein Survival-Modus und die anderen zwei Welten sind Kreativ-Modus-Welten.
Und eine Welt zeige ich euch immer wieder ein bisschen. Dass ich da irgendwie, jo, eine klare Linie habe für Neulinge. So, hier haben wir zum Beispiel etwas Torbernit. Okay. Sieht cool aus. Könnten wir dann irgendwo ausstellen oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwas Gutes draus bauen kann. Also, ich habe sowieso hier. Auch. Okay. Ja, ich habe es leider kaputt gemacht. Dachte ich mir, mein Gott, muss ich schon die nächste Upgrade-Stufe haben. Werkzeuge. Ja, dann gebt mir mal bitte Eisen. Ich will Eisen. Oh, schwarzer Gravel. Cool. Der geht auch kaputt. Ja. Ich mag dieses Eisenzeugs nicht, um nur mit Eisenspitzhacke kaputt machen kann. Ja, schon klar, aber es sollte mehr klar sein oder pling pling machen oder so, wenn er draufschlägt. Wird einfach länger dauern. Aber es ist zu wenig lange. So. Aber komm bitte, Eisen, komm. Antimoni, okay. Gehen wir an die Seite. So, auf dieser Seite gibt's das Eisen, das weiß ich ganz genau. Oh Gott. Okay, Salz. Und noch viel mehr. Oh, ich weiß schon, was ich mache, so einen schwarzen Strand. Mit diesem hawaiianischen Holz. Oh ja, wir machen eine Urlaubsinsel hier. Genau. Also ich werde so gut wie möglich das alles ein bisschen hawaiianisches Flair machen. Genau. So, Opiment, okay. TMTMC. Ja, ist auch wieder so ein optischer Mod, der wahrscheinlich nicht so extremst Ausbau gebaut wird oder eher Materialien oder so, aber nicht gerade so mega Gameplay. Ich hoffe aber, dass es noch weiterhin so Ding gibt, Gameplay. Weil sie haben schon viele Mods. Okay, hier ist ein Dorfbewohner. Baby Zombie. Ja, die haben ja gar keine kaputt. Hallo. Und? Was hast du so vor? Sterben. Du musst sterben. Genau, und ein Grund, wieso ich surveillen will, ist auch diese Kopfsuche. Ich habe leider keinen Kopf bekommen. Wie wir auf dem Dragodia-Server ja auch haben, genau. Gibt es so Köpfe, die Gegner droppen. Jo, freue mich schon riesig drauf. Was einfach irgendwie ist, ist halt einfach diese Dunkelheit. Also nicht Dunkelheit. Keine Ahnung, wie ich die abstellen kann. Aber so brauchen wir auch keine Fackeln. Also, ja. Die ist halt einfach so. Die ist hier, weil sie hier ist. Das ist alles verlöst. So, also dann machen wir doch mal kurz das Wichtigste. Gut. Ja, wir haben ein bisschen Kohle. Und währenddessen schauen wir uns noch ein bisschen um. Also das ist sowieso auch ein, ja, es ist ein Bauprojekt. Ich werde mehr bauen. Ich werde schon vorwärts machen und so, aber mehr im Sinne vom Bauen. Also das Hauptaugenmerk aufs Bauen richten, weil wir können wirklich schön bauen mit diesem Mod. Es gibt ja da noch dieser eine andere Mod da. Ja, mit diesem einen Schleifstein da. Genau. So, haben wir noch Sticks? Nein. Okay, müssen wir bald wieder nach oben. Wir haben keine Sticks mehr. Was sollen wir denn tun? Wir gehen hoch und holen noch ein bisschen mehr Holz. Weil wir es können. Ich schaue immer, dass nichts irgendwo spawnt direkt.
Ich mal hier unten durch kurz. Die ist nur ein Zombie. Oh. So, heute nicht, nein, danke. Warum? Oh nein, nicht wieder ein kleiner. Hey. Arsch du mich? Wolltest du mir auswählen? Geht mir gar nicht. Okay, die hat. Hier haben wir mal Gold. So. Schön viel Gold. Und hier haben wir noch einen Weg nach unten. Oh, ein Creeper. Okay, den habe ich nicht gesehen. Der war ein bisschen zu schnell bei. So, schauen wir mal hier hoch. Aha. Hier haben wir viel Gold. Hey, geh rüber. Ich bin immer in eine Ecke angekommen. Wir haben einen Stollen, gut, da haben wir also Holz. Wo ist jetzt das Gold hin? Doch irgendwie, aha, vielleicht ist es das Holz gewesen hier. Ja, wir haben einen Stollen. Gut, das hilft uns schon mal weiter. Also, Stollen. Sehr gut. Hier oben müssen wir nicht bleiben. Gehen wir runter. Ja, hier ist auch nichts. Das ist ein blöder Stollen. Man weiß nicht, in welcher Ecke. Eigentlich immer links herum. Also gehe ich hier schon mal links, aber hier ist nichts. Beenden brauchen wir jetzt gerade auch noch nicht. Boah. Cool. Cooler Stein. Oder ist ja cool. Ah, hier haben wir schon mal. Cooler Schatz. Geil. Ja. So. Da haben wir schon Redstone. Nehmen es jetzt einfach mal mit. Jetzt muss ich aber noch schauen, ob wir überhaupt Backpacks hier drin haben. Okay, wir haben keine. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt ein bisschen blöd bei so vielen Steinen, nichts zu haben. Ja gut. Liegt halt einfach am Moped, können wir nichts machen. Aber ja, wir müssen ja nicht alle Steine irgendwie mitnehmen oder so. Wir holen das alles nacheinander. Gut, also Essen ist sehr wichtig, weil Creeper sind hier ziemlich oft in der Nähe. Ja, wir werden sicher viel spaßige Sachen bauen können. Da müssen wir alles ein bisschen, ja, vorplanen. Ja, also für so ein Urlaubsziel wäre das nicht schlecht. Aha, ich habe irgendwas gehört, so ein Raschen. So ein Creeper, ja, Zündschnur. Geräusch. Das ist aber auch schön hier. Kobalt. Cool. Also wir müssen aber wieder nach oben. Das gehen wir lieber zurück. Nein. Dachte schon, hier ging es irgendwo nach oben. Genau hier. So. Hier ist eine Minispinne, also ist da oben eine Giftspinnenspawner. Ach komm. Ja. Wo ist der Giftspinnenspawner hier links? Sehr schön. Aber ohne zu sterben, bitte.
So, okay. Das Schwert ist kaputt. Also, ja, müssten eigentlich eins craften. Wir haben es ja markiert, wo es ist. So. Gut. Nein, wir haben es nicht markiert. Wir haben hier den Stollen markiert. Mist. Aber es ist hier oben irgendwo. So, hier hatten wir noch Eisen. Und was ist das? Natura Blue Zirkon Block. Hier, ja. Gut. Also markieren wir mal. Und haben wir gerade Gegner hier und einen Creeper. Ja. Sollte eigentlich den jetzt nicht herausfordern. Zuerst ein Schwert machen. Gut. Okay, Spiderhead. Sehr schön. Also Creeper, komm. Uah. Gut, dass du nicht explodiert bist. So, danke schön. Ja, gehen wir mal hier rüber. Neon Green Black. Was ist mit dem Gravel? Ist ziemlich geil. Ich habe ja auch Gravel gerne da im, wie heißen sie? Trockenbeton. Okay, ich hänge ein bisschen fest. Sehr gut. Aha, Wasser. Hallo. Kann man hier kurz rein? Hallo. Ja, ich so hoch Auftrieb. Boah, das war heftigst. Krass. Wir haben einen Geheimgang gefunden. Jo, mega geil. Was ist das hier? Neon Purple. Aua. Krass. Sogar eine Unterwassergrotte. Können wir auch ein Urlaubsziel machen hier. Schon geil. Ja. Boah. Sieht immer schön aus. So, vielleicht ist es eine Grafikeinstellung, dass es immer hell ist, aber ich weiß es gar nicht. Grafikmodus schnell können wir auch schön oder fabelhaft machen. Sichtweite können wir auch ein bisschen höher schrauben. Sollte nicht allzu lecken. Kennt sich jemand mit Optifine aus? Ist halt einfach zu hell, also ich sehe halt alles. Schon krass. Also viel besser wird. Was ist denn das jetzt wieder gewesen? Boah, diesen Gravel will ich mitnehmen. Bunte bunte Smarty. Multicolor. Kann man den abbauen? Was, man kann den abbauen? Ich nehme ihn mit. Five-colored Gravel. Hallo Spinne, hast du Probleme mit dem Messer? Zombie auch? Sollte jetzt eigentlich nicht zu weit runtergehen, aber ich habe irgendwie Interesse. Und auch an den Items. Oh, Diamanten, ja. Auf jeden Fall habe ich Interesse. So, ja, rote Beete möchte ich mitnehmen. Einbruchstein und Erde muss ich nicht mitnehmen. Und dafür nehme ich noch die Diamanten mit. Oh, Zombie.
Jetzt habe ich natürlich den Schießt, den anderen Stein da. Habe ich den auch nicht mitgenommen? Die Erde habe ich wieder eingesammelt. So einen Diamanten, danke schön. Wie heißt das? Tuffstein, genau. In anderen Mods hat dieser Stein immer so eine Textur gehabt, der schießt, hieß. Jo. Oh Gott. So langsam wird es schwierig, weil hier die meisten Monster gespawnt sind. So. Den wir schauen wegen den Köpfen, die will ich auch noch einsammeln. Ja, und dann die Leuchtdinge auch. Ich will alles einsammeln. Hier habe ich irgendwas Blaues gesehen, das ist sicher so ein Creeper. Das ist sicher rüstig gewesen. Irgendwo habe ich so blaue. Ja, ah nein, das ist was, was runterkommt. Okay, gut. So, sieht sehr schön aus da mit dem Weiß-Schwarz. Jetzt sind alle gestorben. Gut, wo ist der andere? Okay, das ist gut. Okay. Also ich tue mal das Unnötige raus. Das ist nicht nötig. Die rein. Okay. Sind es zwei? Und zwar legen wir noch raus. Also Bruchsteinschiefer bin ich noch genügend. Glowing Calamari, ist das okay? Interessant. Pfeile, genau, viel. Gut. Und dann können wir noch ein bisschen Gold abbauen. Jetzt möchte ich aber langsam wieder hoch. Ja, ich habe noch nicht genügend Diamanten, stimmt, aber. So, sehr gut. Ich möchte gerne noch ein paar Diamanten. Und das so schnell wie möglich. Oh, schon wieder was. Ding. So, so machen. Das Goblin-Stone. Ist nicht überall Creeper. Hat es hier jemanden irgendwo? Boah, hier hat es viel Eisen. Heftigst. Geil, aber. Jo. Hallo, Feuer. Hallo, Lava, Lava, Lava. Ja, so langsam geht es. Nein. Richtige Taste drücken. Ja, hier oben hat es einen Creeper, dankeschön. Der wäre uns auf den Kopf gefallen. Sogar zwei, ja. So. Da unten hätten wir jemanden. Oh, was ist das? Asbestos. Das ist Asbest. Asbestos. Da haben wir auch noch Diamanten. Krass. Aber noch mehr, bitte, ja, noch mehr. Also eine Diamantspitzhacke können wir machen. Und das so, sogar im ersten Part schon. Ja, es hat schon ein bisschen gedauert natürlich, aber das kann man halt nicht immer so gut erleben. Hallo, gehst du hin? Das macht man nicht mit Let's Playern. Oh, nochmals Diamant. Krass. Ja, schade. Nicht mehr immer. Na gut, dann hat die noch. Naja.
So, und jetzt müssten wir uns nach oben graben. Wo sehen wir jetzt eigentlich genau? Wir sind, wo ist jetzt der? Da unten. Also wenn wir in die Richtung hochgraben, dann kommen wir eigentlich relativ gut ins Landesinnere wieder. Jo, ich grabe mich mal hoch und zeige euch dann, wie ich oben bin im nächsten Part. Tschüss zusammen.